Heute werdet ihr noch meine Nippel sehen. Ich wusste, dass der gut ist, aber dass das so gut ist, hätte ich nicht gedacht. Ist eine richtig geile Maus. Schaut mal, wen wir noch getroffen haben. Kiezkönig persönlich, Knossi, Alter. Hey, was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Wir fahren nach Hamburg und ich darf da heute wieder spannende Leute kennenlernen. Heute Olivia Jones. Ja, und ich hab Bock drauf. Mit dabei ist Khalil heute und nicht Leo. Unangenehm, oder? Wir fahren jetzt erstmal im Zug und ich werde auf jeden Fall im Zug nicht morgen, weil ich will schlafen. Magst du mal deine Tasche zeigen? Kurz, what's in my bag? Natürlich habe ich neben Reizgas, einem Schlagstock und anderen Dingen auch hier einen Mehrfachstecker dabei. Falls dann eventuell der Stecker hier belegt sein sollte, könnte man sich den teilen. Außerdem habe ich hier ganz unten drin noch den hier. Ehre genommen! Ich habe noch ein paar Bücher hier drin, in der Klarsichtfolie eingeschweißt. Ich schweiße die jedes Mal neu ein, damit die nicht dreckig werden. How dare you? Wir kriegen ja immer ein Skript vorher. Normalerweise sind die Skripts auch beidseitig bedruckt, um Papier zu sparen. Danke, Volkan, an der Stelle. Ich habe mir das jetzt mal durchgelesen. Das Skript ist ziemlich lang, es sind 6 Seiten. Normalerweise sind es 3 oder 4. Liegt daran, dass ich nicht so gern viel lese und mehr Bilder meistens drauf. Ich habe durchgelesen. Und eigentlich geht es darum, dass wir trinken und ich am Ende dann tatsächlich, hier steht es dann nochmal, auf die Bühne gehe. Hier sieht man das. Das ist ein Strip-Lokal, was Olivia Jones gehört. Da darf ich dann mit auf die Bühne gehen und tanzen. Jeder weiß, dass ich unglaublich gut tanze und auch extrem Bock darauf habe. Ich glaube, das wird schon echt ein ziemlich interessanter Dreh heute. Ich freue mich drauf. Das Strip mir jetzt erstmal verworfen und glaube, ich mache jetzt gleich noch was anderes. Bin so bouncermäßig draußen unterwegs und darf Leute anquatschen, ob sie da nicht in den Club reinkommen wollen. Also letztendlich ist es genauso unangenehm für mich. Khalil, im Strip stand sehr viel von Trinken. Trinkst du mit? Ja, gerne. Ja, cool. Dann wird die Kamera später genauso wie ich. Super. Sehe ich besser aus, Khalil, als vorher? Geschmackssache. Hören Sie auf mich zu filmen, wir gehen noch eine Straftat. Kamera jetzt aus, sonst hau ich dir eine in die Fresse. Also, Wetter ist schon. Dann würde ich sagen, Sturmhaube auf und wir fangen an, oder? Nach, kannst auch. Weißt du, das Ding ist, du musst halt lernen, wenn du aufhörst zu filmen, verstehst du? Ich hab, meine Erfahrung ist, hör erst auf, wenn du wirklich weißt, dass du aufhören willst, weil dann passiert was. Ja, ist immer so. Ey, soll ich für Leo einfach einen Job machen und die ganze Tisch filmen, komplett? Das ist halt für meinen Kater, der kann halt so viel hier dann zensieren. Nee, ist cool. Schöne Gesichter hier. Guck mal, das Ding ist immer. Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Ich meine, das hier mit Luft, das ist ja sau labbrig so. Das hat ja voll die scharfen Kanten, da schneidest du dir alles mit auf. Nee, ist cool. Aber wenn du den Stecker reinsteckst und dann hier an die Achse glaubst, dann macht die sogar Geräusche. Ja, toll. Boah, das fühlt sich ja toll an. Das ist warm von innen! Guck mal. Oh. Mein Homeboy Heino, den habe ich auch schon getroffen letztes Mal. Mega. Die Bundeskanzlerin auch. Echt? Ja. Das muss ja unglaublich aufwendig sein, sowas zu machen. Das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem Ganzen, was sich über die Jahrzehnte angehäuft hat. Crazy. Wir haben jetzt draußen ein sehr schwieriges Helm gedreht. Ich musste mir den Kiez angucken. Es hat geregnet und ich hatte einen Regenschirm, aber bleibt ja nicht aus. Die Schuhe werden natürlich auch nass und das verlangt einem echt viel ab. Also die schauspielerische Leistung wird aber echt gefragt. Und auch jetzt gerade die Vorhangszene, die war ziemlich schwer, weil ich den Vorhang so aufmachen musste und währenddessen auch gehen musste. Das ist schon krass, also da lassen sich auf jeden Fall die 16 Jahre, glaube ich, die ich jetzt in der Schauspielschule verbracht habe, von meinen 26 Jahren in meinem Leben, machen sich bemerkbar tatsächlich. Und ich bin echt froh, dass ich so talentiert bin, um sowas auch einfach ein, zwei Versuchen zu machen. Andere Leute brauchen dafür 20, 30, aber ja. So, jetzt kommt eine auch schwierige Szene. Ich muss jetzt hier in den Laden hier reingehen und mir den Laden angucken. Das wird echt krass für mich, also das ist auch wieder so ein Ding. Schwierig, Alter. Viel Erfolg, Mann. Danke. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Dankeschön. Wir starten da. Geil, ne? Das ist ja ein Riesenteam hier. Geiler Typ, Alter. Danke, ich gebe mir Mühe. Achso, nein, ich meinte ihn. Achso. Quatsch, ich meinte dich, Bro. Alle mal nach oben. Let's go. Wir gehen nach oben, Leute. Da, wo wir eben schon waren, in die Fummelbude. Fummelfundus. Und gucken uns die ganzen Geschlechtsteile. Du weißt ja gar nicht, was du erzählst hier. Doch, natürlich. Die Geschlechtsteile. So Leute, wir haben jetzt gedreht, war mega entspannt, war mega cool. So langsam fühlt es sich hier auch. Das ist witzig. Ich war echt das letzte Mal, glaube ich, mit
Zander und sowas war ich hier. Und da war ich also angetrunken, sagen wir mal so. Aber ich war noch nie in Oliver Jones Lab. Ich habe richtig Bock. Der Dreh läuft richtig, richtig cool. Es macht extrem viel Spaß. Let's go. Let's go. Dann ab zurück ins Hotel, oder? Dann ab zurück ins Hotel, oder? Ja, aber war gut bis jetzt, oder? Ja, war gut bis jetzt, oder? Fand ich auch. Ja, ich auch. Mega sympathisch. Mega sympathisch, Alter. Du auch natürlich. Extrem, extrem offen. Sau cooles Gespräch. Ich liebe das halt immer, wenn man ein Gespräch führen kann, was auf so einer sehr, sehr persönlichen und emotionalen Ebene direkt funktioniert, ohne dass man da irgendwie groß einen sehr professionellen Einstieg wahren kann. Das war jetzt wirklich so, als hätte ich schon mal zwei, drei Tage vorher mit ihr gequatscht. Super leger, super cool und ich habe echt Bock auf den heutigen Abend. Wird echt geil. Küsschen. Okay, wie meinst du mir bis jetzt? Ganz gut. Ja? Bist du nicht überzeugt von dir? Doch. Ich bin immer sehr überzeugt von dir. Finde ich gut. Das ist eine gute Einstellung. Nicht hauen. Ich habe Muskelkater an den Armen von Personal Training. Oh. Ich bin extrem reich und habe mir einen Personal Trainer geholt. Ich werde aber irgendwann richtig gut aussehen. Also noch besser als jetzt schon. So viel Luft ist ja nicht mehr nach oben, oder? Du bist echt ein Arsch, Alter, wirklich. Kann ich dir nicht mehr arbeiten, Mann, das geht nicht. Guck, das ist jetzt so ein Moment, wo du einfach ausmachen müsstest, weißt du? Halt drauf! Also, heute werdet ihr noch meine Nippel sehen. Ein lang ersehnter Traum geht endlich in der... Du auch, Patricia, auch du musst meine Nippel aufnehmen. Deine Nippel, wenn du die zeigen möchtest, ist es dein Ding. In dem Sinne, jetzt gehst du zurück auf die Reeperbahn. Wir haben die Aufsage vom letzten Dreh vom Meer Böse gemacht. Auch ein sehr entspannter Dreh. Da ist allerdings ein sehr, sehr, sehr schwieriges Segment, hat es in die Folge geschafft. Und zwar durfte ich auf einem Wochenmarkt umherlaufen und Miri hat mich ferngesteuert. Und ich durfte dann ganz entspannt einen Tourette-Kranken auf dem Wochenmarkt spielen und durfte dann die Standbesitzer anschreien. War mega geil. Zumal ich auf diesem Wochenmarkt wahrscheinlich jetzt nie wieder gehen kann. Aber das könnt ihr ja alles auch online bei Join euch reinziehen und euch angucken. Der Link dazu ist ja wie immer. Das war so unangenehm gerade, Alter, in der Videobeschreibung. Kalir, wirklich, es gibt Momente, die gibt's. Es ist Freitag, hier steppt der Bär, du. Das sag ich dir. Hier wird ein heißes Solo aufs Parkett gelegt und der Feger hin und her geschwungen, du. Mit Feger meine ich den Pimmel. Machen gleich Karaoke, das wird ganz geil. Wir schauen uns so einen alten, ich glaube 70er Jahre Film an. Das ist ganz lustig, es gibt wenige, die ich nicht kenne, weil ich habe da so eine Leidenschaft für. Den synchronisieren wir dann komplett neu. Das ist ganz witzig und Olivia und ich machen das dann zusammen. Cool, oder? Cool. Ja. Geil. Hast du die selber gemacht, die Kappe? Nein, die hat mein Schneider gemacht und du weißt gar nicht, wie unangenehm das war, als der Schneider die dann da unten dran rumgemessen hat. Eigentlich sollte es länger werden, also Originalgröße, aber dann fällt er immer so vorne runter. Ah ja, alles klar. Ah ja. Wir müssen mal gucken, vielleicht können wir davon auch ein kleines bisschen mitfilmen. Ist halt ein Leute. Da wird natürlich sehr viel nackte Haut sein. Pizza, Pizza. Ziegezeige, Ziegezeige! Sehr schön, Freunde der Sonne, es ist soweit. Wir machen Karaoke, aber das mache ich nicht allein. Ich habe einen absoluten Stargast hier heute Abend in der Karaoke Bar. Begrüßt sie bitte mit einem riesengroßen Applaus. Hier ist für euch Revi! Ja, last but not least ist natürlich auch die Mutti des Ganzen hier heute Abend vertreten. Einen riesen Applaus für Olivia Jones! Ja, und für alle, die sich fragen, Mensch, wer ist denn der kleine, dicke Junge mit dem Penis auf dem Kopf? Ich bin der Kapitän der Liebe, mein Name ist Lex Hildo, schön, dass ihr da seid. Da oben auf dem Fernseher läuft gleich ein schöner Schmuddelfilm aus den 70er Jahren. Und dann machen wir den Film in der Karaoke-Version. Ich hab so Bock darauf. Du hast so Bock darauf? Ich zeig dir jetzt erstmal, welches... Ich hab sehr viele geguckt. Also, wo fehlt es uns denn? Mir fehlt eigentlich nichts. Ich möchte nur, dass Sie mal nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Ich wäre gerne Doktor. Ich hab richtig Bock nachzugucken. Ey, ich hab da so ein Jucken. Ja, wollen Sie mal angucken, das Jucken, oder? Bruh. Ein Riesenmotor, was hier! Sehr schön, dankeschön. Jetzt sind wir hier in einer Lokalität, in der sich ausgezogen wird, wenn man das so formulieren möchte, geendet. Und das Ding ist, ich kriege gleich meinen neuen Arbeitsvertrag, Leute. Ich habe endlich eine Praktikumsstelle gefunden. Muss mich dafür ein bisschen entkleiden, aber das ist fein, weil ich war in den letzten anderthalb Monate fleißig nicht trainieren. Von daher passt das. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Es sind auch sehr viele Frauen, die sicherlich Lust haben, meine körperliche Performance dann zu begutachten. Ich habe einen Vertrag unterschrieben und ich habe halt kein Vetorecht. Ich habe alle meine Rechte an ProSieben abgegeben und so. Ich habe vorhin mit meinem Anwalt gesprochen, muss ich das machen? Der meint ja. Hi! Guter Dreh. Das ist wirklich, ey, wenn jemand einen guten Anwalt kennt, ey, noch eine Staffel und ich bin tot, wirklich. Ich habe gut umgekehrt.
Umsatz gemacht, habe ich schon gehört. Ja? Die kommen auch alle raus wegen mir, siehst du das? Das war richtig gut, das ist echt ein Naturtalent. Ja, ja, ja. Ich wusste, dass der gut ist, aber dass er so gut ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, perfekt. Also ich würde ihn engagieren. Ist eine richtig geile Maus. Perfekt, mehr geht nicht. Solid. Also ich glaube, dass mein Astralkörper, mein Organ, meine Stimme, mein gesamtes Auftreten hat einfach überzeugt hier. Ohne Witz, ich habe tatsächlich bestimmt 10 Leute reingeholt. Wir sind jetzt auch reingegangen, obwohl die gar nicht wollten. Das ist stark. Wir sind hier heute durch. Falls ihr wollt, das Ganze euch anzuschauen, auch join. Hey Leute, Link in der Videobeschreibung. 1000 Küsse an Dudes71 und natürlich auch an Olivia. Auch ihre ganzen Sachen sind in der Beschreibung verlinkt. Social Media, Instagram, Facebook, Pipapo. Und Leute, ich sage euch eins, solltet ihr mal wirklich am Kiez vorbeischauen, ja? Dann macht eine Tour mit ihr, ein Herzstück von einem Mensch. Wirklich ein extrem netter Mensch, kann ich nur empfehlen. Ich bin raus, ich muss mich jetzt wieder ein bisschen tanzen. Und ihr wisst Bescheid, wir sehen uns wieder, macht's gut, ciao. Hey Leute, schaut mal, wen wir noch getroffen haben. Jetzt in der späten Stunde hier. Und schon. Kiezkönig persönlich, Knossi, Alter. Nicht nur Kiezkönig, König von Deutschland, Europa. Was ist deine Krone? Ich lauf ein bisschen spazieren, ein bisschen volksnah sein mit dem Volk. Ein bisschen Spaß haben, Ladies. Ist doch normal. Revi ist da. Baby, ich bin hier. Revi, ich schwör dir, ohne eins in den Chat, eins in die Kommentare, wenn ihr ihn auch nicht erkannt hättet mit Brille. Das aber so du riechst gut. Danke, du auch. Guck mal, links, rechts, Brille. So, Jungs, wir sind raus für heute. Macht's gut, tschüss.